So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Heroes of Might and Magic, dem allerersten Titel. Und wir werden uns jetzt in die letzte Kampagne, so wie wir es jetzt gerade herausgefunden haben, reinbegeben. Senua 07. Und der finale Sieg liegt kurz vor uns. Wir haben es im Prinzip fast geschafft. Wir müssen jetzt nur noch Dragon City erobern, was nicht einfach wird, weil wir das garantiert nicht mit der Archery Range und erst recht nicht mit irgendwelchen Bauern erreichen können. Wir müssen also sehr, sehr viel dafür tun, dass wir erstmal weiterkommen. So, auf geht's. Alles einsammeln, was wir finden. Unter anderem auch die Bauern töten, wenn wir es denn können. Die hier oben könnten wir auch gleich mal töten. Kommen wir auch irgendwie an diese Obelisken mit ran, auch wenn ich nicht glaube, dass das viel bringt. Das nehmen wir mit. Euch töten wir. Und ihr seid nicht wenige. Das gefällt mir nicht. So, unsere Bauern gehen voran. Dürfen nochmal, weil sie gute Moral haben. Dann gehen sie hier hin. Töten einen Teil der Bauern. Dann skippen wir. Ich dachte ja eigentlich, wir könnten die mitnehmen. Schön wär's, aber nee. Wollen nicht mitkommen. Skip. Töten. Er darf nochmal. Super. Dann ist jetzt nur noch der eine dort unten übrig und den kriegen wir auch noch weg. Tschüssi. Dankeschön. So, her mit den Erfahrungspunkten. 1500. Damit kriegen wir Knowledge plus 1. Das ist okay. Da oben sind schon Paladine, die bewachen sogar die Kristallmine. Das finde ich aber jetzt nicht witzig. Wie soll ich die denn erobern? Wenn ich selber keine Kristalle bekomme, um selber eine Kathedrale zu bauen für Paladine. Das ist ja doof. So, wir nehmen schon mal einen zweiten Helden, der denn alles einsammeln kann. Was frei rumliegt, wenn denn was frei rumliegt. Sieht erstmal nicht so aus. So, bauen. Erstmal den Brunnen. Wir bekommen schon mal mehr Leute und können das ein oder andere zusätzlich bauen. Immer zwei Puzzleteile werden aufgemacht, wenn wir einen Obelisken finden. Das ist schon mal schön. Die Bauern wollen wenigstens mitkommen. Das ist auch nett. Oder nicht schlecht. Ach, wenn ich die alle bloß mitnehmen könnte, das wäre so schön. Aber nicht jeder wird mitkommen wollen. Holz nehme ich mit. Dankeschön. Aber auch sonst ergibt sich hier nicht wirklich viel. Gut, wir hatten jetzt schon gebaut in dieser Runde, schade. Dann die nächste Runde. Du wirst im Prinzip... Ja, du musst zurücklaufen, du wirst dort oben nicht viel erreichen. Gegen die Eulenbogenschützen. Da habe ich so ein bisschen Angst vor. Man könnte auch sagen, Respekt, Respekt. 1000 Erfahrungspunkte, sehr schön. Attack Skill plus 1, wir kommen da nicht durch, also gucken wir uns noch weiter unten um. Dann bauen wir etwas, und zwar den Schwarzschmied. Dankeschön. Lassen die Runde vergehen. Bauen dann als nächstes die Taverne, die zusätzlich für Moral sorgt, falls jemand gegen uns kämpfen möchte. Wir nehmen unsere Pikeniere mit. Dankeschön. Haben noch keine neue Runde, traurigerweise. Und töten erstmal die Bauern hier unten. Oh, sie wollen mitkommen. Das finde ich nett. Dankeschön. 147 Bauern haben wir jetzt. Wir nehmen erstmal die Erfahrungspunkte, bekommen Defense Skill plus 1. Laufen dann erstmal zurück in die Festung für die nächste Runde. Denn da bauen wir schon die Schwertkämpfer. Du guckst dich weiter unten um, bekommst noch einen Schatz mit 1500 Gold. Du brauchst jetzt die Erfahrungspunkte noch nicht so dringend. Da gucke ich mal, was sich hier ergibt, was das da ist. Haben wir jetzt schon gebaut? Ja, haben wir. Okay, nächste Runde. Ab in die Festung, die Waffenkammer bauen. Dann haben wir jetzt die Schwertkämpfer. Aber bisher noch keinen einzigen... Sägewerksmann, das ist doof. Eigentlich will ich ja mal oben gucken, aber ich glaube, ich gehe hier vorne mal lang. Natürlich wollen die kämpfen. Wie sollte es auch anders sein? Ab nach oben. Ab nach vorne. Toll, die Bauern, die nicht rauskommen, dürfen nochmal. Das ist aber nett. Unsere ganzen Bogenschützen werden jetzt sterben.
Okay, das waren die Bogenschützen. Jetzt ist der Rest dran. Auf die da. Sehr gut, die Bauern können nach vorne. So viel Schaden machen die nicht. Der eine ist weg. Da sind noch drei da, aber auch. Jetzt ist da nur noch einer. Du kümmerst dich um ihr unteren. Bauern kommen immer weiter nach vorne, dürfen nochmal. Oh, wie toll. Vielleicht kommen sie ja doch noch hin, bevor der Kampf vorbei ist. Das wäre schön. Guti, die sind auch weg. Ja, dann besiegt man den da. Du den. Und das war's. Schade. Die ganzen Bogenschützen verloren, aber da müssen wir durch, um hier wenigstens irgendwo lang zu kommen und eventuell mal an Holz zu gelangen. Was gibt's hier? Achso, wir können Diebe rekrutieren. Ja, Diebe brauche ich nicht. Danke. Du gehst immer zurück und holst neue Leute. Kann ich noch irgendwas Neues bauen? Nein, die Armory hatten wir jetzt vor kurzem gebaut. Gut, wir können neue Leute rekrutieren. Die nächste Woche ist angebrochen. Dann machen wir das auch gleich. Nehmen noch die Justin Arena mit. So. Alle Leute mitnehmen, die wir kriegen können, damit es dann ein bisschen mehr abgeht. 10 Stück davon. Super. Dann bringst du ihm die. Er holt sich die auch gerne nochmal. Ach, weitere 45 Bauern. Warte mal, die bleiben erstmal da. Obwohl, einen Bauern kann ich noch zurückschieben. Das ist einfacher. Zack. So, dann kriegst du die Reiter, die Schwertkämpfer, die Pikeniere und die Schützen. So, und der läuft dann weiter und kümmert sich um den Rest. Eventuell finden wir hier ja irgendwo mal Holz und Erz. Schön wär's. Gebaut hatten wir schon. Nächste Runde. Natürlich wollen die kämpfen. Es könnte ja sein, dass die irgendwas verlieren. Skip. Du gehst nach vorne. Du nach oben. Der Reiter wartet gespannt. Du gehst auch nach vorne. Und du schießt erstmal auf den da. Das sind schon mal 2 weniger. Skippen. 7 Damage, wir haben 2 getötet. So, jetzt sind die alle weg. Du tötest die 6 da. Oder 2 davon. Und 3. 3 ist auch gut. Warum gehen die nicht oben rum? Die haben doch jetzt freie Bahn zu den anderen. Kümmerst dich um die hinteren. Ein Schwertkämpfer ist tot. Gefällt mir nicht ganz so. Bauern. Ab nach vorne. Da sind noch 5. Weg mit denen. Der ist auch weg. Du darfst nochmal. Dann reitest du gleich nach vorne und tötest den anderen. Bevor der auf die dumme Idee kommt, näher zu kommen. So schön. Toll, wie viel gute Moral wir haben. Gotti, gewonnen. Meine Fresse, da war was los. So, 1000 Erfahrungspunkte mitnehmen, Defense Skill plus 1, dann haben wir schon mal sehr viel Verteidigung. Wie viel hast du denn jetzt? 4 Verteidigung, einmal Attack. Ah! Rüste dich endlich mit Attack auf, sonst drehe ich hier bald durch. So, du wirst immer dafür sorgen, dass neue Leute kommen. Währenddessen könnten wir mal gucken. Die Cathedral bauen wir schon mal. Dann haben wir die Paladine. So, das Geld geht zwar langsam zur Neige, aber hey, Paladine haben oder nicht haben, nicht? So, weiter. Nächste Runde. Endlich eine Erzmine. Es wurde aber auch Zeit. Da oben ist noch eine Mine und hier geht's nachher weiter. Und hier unten könnte Holz sein. Ach, können wir noch irgendwas bauen? Nein, wir haben nicht mehr genug Holz. Bring ihm mal die Paladine. Bring ihm die mal hin. Dann wird er sich nämlich gleich um alles andere kümmern.
Die Wölfe zum Beispiel. So, kann er sich hier gleich abholen. Dankeschön, dafür lassen wir die Bauern da. Die brauche ich nicht, sind sowieso zu langsam. Zaubern können wir noch nicht. Machen wir erstmal einen Autokampf. Okay, ein Kavallerist ist gestorben. Das ist nicht gut. Aber die Wölfe sterben auch nach und nach. Er geht auf den nächsten, tötet die vier. Oben, die sind auch weg. Paladin wird angegriffen, aber der wehrt sich. Wunderbar. Und das war's. Sehr schön. Gewonnen. Einen Reiter verloren, aber dafür kommen wir jetzt hin zum Sägewerk. Endlich. Und kriegen Holz. Was wir so dringend gebraucht haben. Wer kommt denn da von oben? Eine Elfe. Ist aber süß. Beziehungsweise eine Zauberin. Nehmen uns schnell das Holz und laufen wieder hoch, um sie zu besiegen, falls sie näher kommt. Damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet, dass diese schon so schnell unterwegs sind. Wir nehmen ein bisschen Magie mit rein. Haben dann drei verschiedene Zauber, Dispel, Bless und Curse. Da hat die einfach meine Erzmine erobert. Hallo? Sowas sehe ich gar nicht gerne, Puppy. Töte sie. Ha, beiß. Fass. Ach, geh mal nach vorne. Du auch. Einer ist gestorben, sie darf natürlich noch einmal. Hm. Wieder mal verklickt. Sowas darf nicht passieren, verdammt. Du gehst auf die da. Die Zwerge sind weg. Skippen. Dumm gelaufen, nur weil ich mich verklickt habe. Verdammt. Na, ist nicht schlimm. Spellpower plus 1. Wir werden immer mehr zum Magier, aber kriegen irgendwie keine Attack und nichts dazu. Das ist doch zum Heulen. So, wir können keine neuen Leute rekrutieren, so wie es aussieht. Nee. Diebesgilde, Magiergilde. Wir können die Magiergilde noch weiter ausbauen. Das möchte ich aber nicht. Wie lange dauert es denn noch bis zur nächsten Woche? Wir haben jetzt Tag 6. Na gut, das dauert noch ein bisschen länger. Oh, und Erz muss ich mir auch wieder zurückholen. Da gehen wir später durch. Gucken wir ganz kurz hier unten. Da haben wir noch verschiedene andere Minen. Unter anderem sogar die Goldmine. Dafür müssen wir Trolle töten. Das wird nicht ganz so leicht. So, die neue Woche ist angebrochen. Wir holen uns die neuen Leute. Es wird Zeit. Doppelklick. 4 Paladine. 7 Pikeniere. 5 Reiter. 6 Schwertkämpfer. Und 3 Archer. Naja gut, okay. Besser als nichts. So, die 3 Archer bleiben drin. Du gehst ab nach oben, holst dir die Leute und dann gehen wir oben rum, da wo die andere Puppy herkam. Eventuell können wir sie nämlich gleich vernichten. Das wäre das Optimum. Das Nonplusultra. Guck mal, 6 Paladine. Das müsste langsam aufwärts gehen. Es ist nur schade, dass wir so wenig Attack haben. Wir haben sehr viel Defense-Skill, das ist toll, wir können uns super verteidigen. Aber uns fehlt tatsächlich der Attack. So, ganz viele Reiter. Dann stellen wir den Paladin hier vorne hin, dass die Reiter den angreifen. Und tschüss. Und tschüss. Alle greifen sie den Paladin an, nur einer geht unten auf die anderen Reiter. Okay, nicht mehr viel übrig.
Würden sogar nochmal. Und das war's. Skip. Und tschüss. Alle Reiter vernichtet, 270 Erfahrungspunkte hinzugewonnen. Und da haben wir die nächste Festung. Oh, das ging fix. So, ausbauen können wir erstmal nichts. Wir warten weiter. Nehmen vielleicht noch ein paar Archer rein, dass wir so tun, als wenn die Festung besucht wäre. Dann kaufen wir uns, dann erobern wir uns diese Festung in der Hoffnung, irgendwann Drachen zu bekommen. Denn das scheint eine Warlock-Festung zu sein. Geht mal ruhig auf die Fernkämpfer, das ist nicht schlimm. Achso, du kommst wieder nicht raus.